Hallo, meine lieben Skorpionen, das ist eure Kartenlegung für den Februar. Ich komme etwas später, ja, ist mir bekannt, aber ich bin da. Ja, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid in der Mitte. Wie immer, das ist eine Kollektivlegung, das bedeutet ganz gehen Resonanz oder auch nicht. Schau dir ganz genau, was die Karten möchten dir mitteilen. Es kann sein, dass du fühlst dich angesprochen von den Karten oder auch nicht. Es gibt hier vielleicht Impulse, Situationen zum Nachdenken, da ist es schon ziemlich Anfang oder fast Mitte schon von den Februar, dann kannst du auch besser erkennen, sind das überhaupt deine Themen. Vielleicht auch siehst du auch manches von einem anderen Blickwinkel oder auch dir sozusagen gibt einen sozusagen Bestätigung deiner Intuition. Schau dir an, was es für dich sagt. Das Weitere ist, ich kenne da nicht, liebe Männer, bitte ummünzen und ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Also meine lieben Skorpione, was ist los bei euch jetzt im Februar? Bin gespannt. Ich kenne auch ein paar Skorpione. Nicht alle kommen damit zurecht, ich schon. So, was ist denn da los? Hier geht es um Folgendes. Oh, ihr guckt aufeinander, ne? Du und dein Herzensmensch, aber der hat eine geheimnisvolle Frau oder eine Frau mit Beziehung im Geheimen. Das wird ja immer interessanter. Dieser Mensch hat auch selber Geheimnis. Es wird Klarheit kommen, in kurzem Zeitraum. Irgendwie, er hat etwa. Etwas ist bei ihm nicht spruchreif und aussprechen kann. Und er muss klarstellen, oder für ihn ist selbst eine Frau Geheimnis. Und er wird Klarheit erlangen. Und dieses Geheimnis, möglicherweise auch über ihn selbst, wird gelüftet. Kann auch sein. Auf jeden Fall, ihr schaut einander an. Du hast Aufregungen, Kummer, Hektik bei Gesprächen, Kommunikation mit deinen Freunden. Machst darüber Gedanken, schaust auf ihn, was das seine berufliche Situation zu tun hat oder auch deine. Für dich Harmonie wird wichtige Rolle spielen. Bitte versuch in der Mitte zu sein, mein lieber Skorpion. Versuch in Mitte zu sein, weil Eifersucht ist keine schöne Sache. Du wirst dann merken, sozusagen möglicherweise eine Konkurrenz ziemlich nah. Die wird dir auch knabbern am Herzen. Bleib in der Mitte. Die Person, dein Gegenüber, die hat ein Geheimnis, geheime Verbindung. Ja, das wird einiges da klären. Hier geht es für dich um tiefe Gefühle, eine glückliche Liebe und tiefe Liebe. Eine Vereinbarung, Beziehung, aber das könnte auch aufpassen, dass es abhängige Beziehung ist, Abhängigkeit in Beziehung bei dir, also nicht bei ihm, sondern bei dir. Abhängigkeit in Beziehung, entweder von dir oder von anderen. Es ist zwar, möchten Skorpionen nie zugeben, dass sie sind abhängig, aber sie sind abhängig. Die Skorpione brauchen wirklich, meiner Erfahrung nach, mit denen ich zu tun hatte sehr viel wirklich eigene Grenzen erkennen oder auch durch andere Grenzen richtig durchlaufen, um vieles bei sich selbst zu erkennen. Und die buddeln natürlich, Skorpion, so gerne buddeln in sich selbst, besser nicht, also in sich selbst buddeln nicht, in den anderen. Die brauchen sozusagen als Projektionsfläche den anderen für sich selbst. Und bei solchen Sachen ist es so, dass die Skorpione, aber auch viele andere Menschen natürlich auch schauen, Abhängigkeit, ja, aber nicht ich. Das ist auch etwas mit Reflexion zu tun und auch gestehen ist es. Wer möchte denn sagen, ich bin abhängig? Das ist keine einfache Mitteilung an sich selbst auch. Nicht geschweige auf den anderen, weil wir machen uns ja verletzbar. Und hier geht es um irgendwelche Abhängigkeiten in Beziehung. Das kann auch Vertrag beruflicher Art sein.
Aber ich gehe davon aus, dass es auch in der Liebe gibt es Abhängigkeiten. Es ist viel einfacher zu sagen, ich bin abhängig, du bist abhängig von mir, als ich von dir. Tatsächlich ist es gewisserweise geht es um Machtverhältnis. Auch für Skorpion ist das wichtig, dieses Machtverhältnis zu schauen oder testen. Ja, was das Berufliche betrifft, da gibt es auch Nachrichten, Verträge. Finanziell wird Geld weiter so bleiben. Wenn manches durchleuchtet, muss man vielleicht auch manche Entscheidungen treffen. Eine Reise wird nicht stattfinden, möglicherweise zum Freundeskreis. Also ich sehe nichts Gravierendes so, bis auf das, dass es wirklich nagen, diese andere Person in deinem Leben. Also von dem anderen Menschen, da gibt es eine Person im Geheimen. Also von deinem Partner, eine Frau ist im Geheimen oder ein Mann ist im eine Frau für diesen Herzensmenschen ist eine Frau im Geheimen oder noch nicht spruchreife Beziehung. Und dieser Mensch darüber, dein Gegenüber darüber macht sich Gedanken. Möglicherweise, ja, du hast Konkurrenz in Aussicht. Ja, das Weitere ist, es geht um für diesen Menschen, für deinen Herzensmenschen auch, der knabbert auch einiges, der hat auch in Kommunikation Streitigkeiten mit unklarem Ende. Für dich selbst, hier geht es auch um Betrug. Du fühlst dich betrogen. Irgendwie, vielleicht ist das auch ein Ego-Ding. Also Skorpione, tut mir leid, meine Lieben, ihr seid, habt ihr manchmal auch so ein Ego-Ding. Nach dem Motto, schön und gut, auch wenn ich ein Schaf bin und sitze auf den Heuhaufen, sozusagen befinde mich auf den Heuhaufen, nee, Hund auf den Heuhaufen, ein Hund auf den Heuhaufen, ich gebe nicht andere und selber nicht fresse und vertreibe alle Schafe. Und das ist bei Skorpion ziemlich häufig. Was bei euch ist auch ein Ego-Ding, dass ihr wollt nicht, dass der andere glücklich ist und vielleicht auch sagt, nö, ich bin jetzt weg oder sowas in die Art, aber es nagt an euch, an euren Ego. Also Skorpione und Löwen haben das wirklich schwieriger als andere Sternzeichen. Meiner Erfahrung nach. Ja, bei deinem Herzensmenschen, das habe ich gesagt, bei dir auch. Ja, du fühlst dich irgendwie betrogen, irgendwas ist nicht ganz klar und betrogen und das beschäftigt dich. Ja, und du hast auch Blockade mit einer anderen Person. Das kann auch sein, jemand, der für dich ist, Mentor, Vater, Schwiegervater, sowas in die Art oder auch wirklich Chef. Ich glaube, das wird im Februar bei dir ein Thema sein, weil du wirst damit beschäftigt sein, dass es erstens der Partner und dass diese unbekannte Person in dessen Leben, warum ist es da diese sozusagen heimliche oder nicht auch spruchreife Verbindung, Vertrag oder sowas in die Art, auch dieses sozusagen nicht ausgesprochenes oder auch kleiner Betrug, für dich ist das wie, empfindet sich wie ein Betrug, ja wieso, warum, weshalb? Ja, das wird dich nagen und da wirst du mit Sicherheit sozusagen deine Lupe rausholen und gucken unter den, was da ist. Es ist so, für deinen Herzensmenschen, der erfahrt, es geht Liebe. Liebe ist nämlich nicht das Problem, das ist die Trennung. Die Trennung ist, obwohl man liebt. Das bedeutet, für deinen Partner schaut, er wird sich distanzieren, obwohl er Gefühle hat, weil er muss aufbrechen in eine andere Richtung. Diese Person schaut auf die Veränderungen, zwar weiß noch nicht genau wohin, möglicherweise geht es hier um langen Zeitraum, mit ganz vielen Unklarheiten auch in beruflicher Hinsicht, aber wie schon sagte, für deinen Herzenspartner oder Herzensmenschen ist die Liebe nicht das Problem. Zwischen euch ist irgendwas stattgefunden. Irgendwas stattgefunden, dass dieser Mensch guckt auf andere Frauen. Oder auch wurde sehr tief verletzt von dir. Für dich selbst wird die häuslichen Themen Sicherheit ein Thema sein auch. Also Sicherheit im Haus oder auch Sicherheit erlangen, wieder Geborgenheit erlangen. Viel Energie durch Gespräche, auch kurze Gespräche mit möglicherweise Mentor oder eine ältere Person und deinem Herzensmenschen. Es kann auch sein, dass dein Herzensmensch wird auftreten, dir gegenüber
nicht mehr schwach, sondern eher machtvoll und sagen so und jetzt bis jetzt und nicht weiter, bis hierher und nicht weiter. Also es kann sehr gut sein, dass dieser Herzensmensch macht auch eine größere Geschichte gerade. Diese Frau übrigens, die ist irgendwie im Freundeskreis. Vielleicht ist gesundheitlich etwas angeschlagen. Ja, so meine Skorpion, jetzt nehme ich den Schicksalsfaden und gucken wir, was das bedeutet. Auf jeden Fall diese Person, wenn es nicht gesundheitlich ist, dann ist diese Person macht auf jeden Fall eine große Transformation auch. Ne? Vielleicht auch dein Herzensmensch wird auch dadurch eingeleitet und nachzudenken, wo stehe ich, wo will ich hin. So, was sagen die Karten über deinen Schicksalspfad? Also Finanzen und Geld habe ich gesagt, Geld auch, Liebe, Verträge. In Verträgen auch das kleine Glück, aber diese Verträge haben mit deinem Partner zu tun. Und berufliche Art. So, die Frau, Verträge, Veränderungen, Liebe und den Schicksal. Also der Schicksal geht es wirklich, ist eine schicksalhafte Aufgabe, was du mit deinen Herzensmenschen zu tun hast. Hier wird wirklich von oberer Macht sozusagen geprüft, wie du verhältst. Wie verhältst du in dieser Situation? Sprichst du ganz direkt an oder machst du sozusagen KGB aktivierst oder Stasi aktivierst gehen und guckst, dass ja, das wird ein Thema für dich sein, wie du mit dieser Situation umgehst. In der Liebe gibt es auch Machtverhältnisse auch oder auch eine ältere Person spielt bei Liebe eine große Rolle. Es kann auch ein Ex sein für dich. Nachrichten kommen auch vom Haus, Familie, Veränderungen kommen auch durch den kurzen Zeitraum, also innerhalb 3, 4 Tage. Ich gehe davon aus, kleines Glück auch bei diesen Veränderungen, etwas gelingt. Es wird Streitigkeiten wegen Verträge, Gespräche, Diskussionen geben. Und bei dieser Frau gibt es auch viel Energie. Das auch bei dieser Frau ist großes Glück auch dabei. Und für dich selbst wird es wirklich ein Thema sein, deine eigene Mitte, deine eigene Sicherheit. Wo fühle ich mich sicher und durch was fühle ich mich sicher? Oder auch, wie bekomme ich einen Schlüssel für eine Tür? Für eine Tür, für einen Tor. Was mache ich damit? Durch welche Tür schreite ich voran? So, das ist die Kartenlegung für euch, meine liebe Skorpion. Wenn euch gefallen hat, freue ich mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Ich wünsche euch wunderbare Zeit, bleibt in der Mitte. Alles Gute, bis bald.